Raus aus der Medikamentenfalle. Sanfter Entzug. Allein in Deutschland schlucken 5,3 Millionen Menschen täglich Antidepressiva. Nimmt man die Anzahl der Menschen dazu, die abhängig geworden sind von Schlaf- oder Schmerzmitteln, und diejenigen, die täglich Neuroleptika, ADHS-Medikamente oder auch Lithium einnehmen, lässt sich diese Zahl leicht verdoppeln. All diesen Menschen ist eines gemeinsam. Sie wünschen sich eines Tages, ohne die tägliche Einnahme von Psychopharmaka zu leben. Wenn das funktionieren soll, benötigt man dafür Zeit. Viel Zeit. Dazu nutzen wir das Modell der Absetztreppe. Das ist eine ganz besonders flexible Treppe. Wir gehen sie langsam und in kleinen Schritten hinunter. Und wir gehen erst dann weiter, wenn wir uns sicher fühlen. Das nennen wir den sanften Entzug. Ein sanfter Entzug ist das Gegenteil von einem kalten Entzug. Kalter Entzug bedeutet: Lassen Sie die Medikamente einfach weg. Meistens endet das mit dem Scheitern des Patienten. Die Problematik, die durch einen kalten Entzug entstehen kann, ist kaum zu durchbrechen und lässt sich oftmals auch durch stärkste Medikamente nicht aufhalten. Deshalb sollte man von Anfang an auf einen sanften Entzug setzen. Sanft bedeutet in diesem Fall nicht völlig schmerzfreier Entzug, sondern nur, dass er in sehr kleinen Schritten vollzogen wird. Manchmal ist es ein sehr langer, steiniger Weg zur Medikamentenfreiheit. Aber am Ende bleibt das Ergebnis Freiheit. Mehr Informationen finden Sie in dem Buch Genug geschluckt. Psychopharmaka erfolgreich und dauerhaft absetzen. Von Dr. Peter und Mahinda Ansari. The bar is a beehive. My outline is all chalk.